Saison wieder. Ich heiße Sie nochmal recht herzlich willkommen hier im Presseraum, natürlich auch im Stadionbereich und in unserer VIP-Lounge, die uns alle hier live mitverfolgen. Ich begrüße die beiden Trainer, Mustafa Ünal von den Stuttgarter Kickers und unseren Trainer Rainer Cenka. Herr Ünal, herzlichen Glückwunsch zum 3:0-Sieg. Das Meisterschaftsrennen bleibt nach wie vor spannend. Was waren heute die ausschlaggebenden Punkte zum Sieg hier in der kleinen Arena für Sie? Hallo zusammen erstmal und vielen Dank. Ja, es war schon ein sehr, für uns, vom Kopf her ein sehr schweres Ding, da umzulegen nach dem Pokalspiel jetzt. Und das haben die Jungs wirklich hervorragend gemacht, sehr seriös gespielt. Der Gegner hat aber schon immer wieder auch Phasen gehabt, wo man gesehen hat, wie gefährlich Nöttingen sein kann. Das haben wir gewusst. In der ersten Halbzeit war da so kurz, so eine Phase von 10 Minuten, wo sie uns schon gut beschäftigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann geschafft, bis auf den Pfostentreffer den Gegner eigentlich weit wegzuhalten vom Tor. Machen die Tore zum richtigen Zeitpunkt, haben natürlich Glück beim 2:0, wo der Ball am Pfosten knallt. Ich denke, wenn das 2:1 kommt, kann es nochmal spannend werden. Machen aber nach dem Pfostentreffer das 3:0 und dann war das Spiel eigentlich durch. Ja. Okay, vielen Dank. Reinhard, am Ende 0:3 sieht relativ deutlich aus. War es so deutlich oder wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen? Mit ein bisschen der Kollege hat es ja schon gesagt, mit ein bisschen Glück vielleicht doch mehr drin gewesen. Wie siehst du es? Ja, erstmal Glückwunsch an die Stuttgarter Kickers. Meisterschaftsrennen, wie gesagt, offen gehalten. Ich denke, der Sieg geht absolut in Ordnung. Kickers war über die 90 Minuten, wenn man alles insgesamt sieht, die überlegene Mannschaft, die bessere Mannschaft. Ich denke trotzdem, dass das 3:0 vielleicht ein Tor zu hoch ist. Ich denke, ein 2:0 wäre dem Spielverlauf entsprechend gewesen. Wir haben die ersten 20, 25 Minuten sehr, sehr schwer ins Spiel gefunden, haben nicht die richtige Höhe gehabt mit unseren beiden Offensiven. Da waren die Lücken zu groß und haben sie es immer wieder geschafft, in die Zwischenräume zu kommen, über Klatschbälle auf die Flügel zu kommen und sind da immer wieder gefährlich geworden, hatten dann auch die ein oder andere Chance in den ersten 25 Minuten, wo sie schon die Führung hätten machen können. Wir haben es dann ein bisschen verändert, also ab der 25. Minute sind deutlich tiefer gestanden. Da haben wir es dann auch sehr, sehr gut verteidigt. Da war dann nicht mehr wirklich viel und wirklich viele Torchancen bis zur Halbzeit und haben es dann aber auch geschafft, mit dem Ball aus einer kompakten Defensive immer wieder Druck zu machen. Ja, wir sind auch da nie so wirklich zwingend bis auf den Pfostenschuss von Niklas Hecht-Zirpel zu Torchancen gekommen. Aber man hat das Gefühl gehabt, so ab der 25. Minute, dass wir deutlich, deutlich besser im Spiel sind. Ja, und auch mitspielen und nicht nur verteidigen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das dann eigentlich so weitergeführt, waren defensiv erstmals stabil gestanden, sind deutlich tiefer gestanden und haben auch bis zum Tor nichts zugelassen. Ja, da war keine große Torchance. Und dann klar, beim Eckball verlängert man halt am ersten Pfosten, sind sie gut eingelaufen. Und der Torschütze war zugeteilt. Und derjenige, der zugeteilt war, war halt weit und breit nicht zu sehen. Ja, und da sind wir dann ein bisschen nachlässig im Verteidigen von Standards. Und dann war das so ein bisschen Genickbruch bei uns im Spiel. Und das 2:0 dann folgerichtig und das 3:0. So wieder Herr Ünal sagt, ich denke, wenn wir da vielleicht mit dem Pfostenschuss vom Nico Dobros noch das 2:1 machen, wird es vielleicht nochmal spannend. Aber alles in allem geht der Sieg absolut in Ordnung. Danke dir, Reini. Gibt es Fragen von Seite der Presse an die beiden Trainer? Ja, einfach das Mikro kurz hochreichen. Herr Ünal, noch schnell mit Blick auf den letzten Spieltag. Sind Sie dann ab jetzt Nöttingen-Fan sozusagen oder drücken dann den Nöttinger nochmal die Daumen? Ja, ich bin am Samstag erstmal Lörrach-Fan. Aber da kann Nöttingen auch sich schon mal warm schießen. Und nächste Woche bin ich dann absolut durch und durch Nöttinger. Aber wir müssen halt erstmal unsere Spiele gewinnen. Ja, auch noch eine Frage an Herrn Ünal. Wie haben Sie es verstanden, die Spannung nach diesem Pokalspiel hochzuhalten? Haben Sie ein bisschen lockerer trainiert oder weiß die Mannschaft jetzt, um was es wirklich geht? Ja, wir haben jetzt nur regeneriert. Die Tage war auch nötig und notwendig. Mein Glauben ist riesig an die Mannschaft, also vor allem an den Charakter der Mannschaft. Wir haben es immer wieder gezeigt, nach schweren Spielen, auch nach Rückschlägen, egal ob es ein Rückschlag war oder jetzt so ein Erfolg, dass wir fleißig sind, bodenständig sind und jeden Gegner ernst nehmen. Und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg.
Vielleicht noch eine Frage. Es kommen ja noch zwei Spiele, eventuell dann noch weitere zwei Spiele. Kann man da mit dem Moos und dem Reisig noch rechnen oder wie sieht es da aus? Ja, also man kann mit denen rechnen. Die werden vermutlich nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Und daher gehen wir davon aus, dass sie noch ihr Spiel bekommen gegen Dorf Merkingen, ja, und hoffentlich nicht in die Relegation müssen. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht zu sein. Also dann weise ich noch einmal auf die nächsten Spiele hin. Eins haben wir ja gerade schon gehört, aber zunächst mal geht es auswärts weiter beim FC Astoria Waldorf. Das ist am Samstag, 28.05. Spielbeginn dann in Waldorf um 15.30 Uhr. Und dann, haben wir ja gerade gehört, haben wir ein paar FCN-Fans mehr. Unter anderem sitzt einer neben mir. Und ich denke, ein paar Stuttgarter drücken uns auch noch die Daumen, denn dann haben wir das Heimspiel hier gegen SGV Freiberg, Samstag, 4.06. 15.30 Uhr. Und dann haben wir so ein bisschen in der Hand, wie es vielleicht ganz oben aussieht. Ich wünsche Ihnen, Herr Ünal, alles Gute für die letzten Spiele und wie gesagt, wir tun unser Bestes, dass es vielleicht für Sie noch zu einem guten Ende führt, zu einem noch besseren Ende. Es ist ja eh schon eine gute Runde für Sie. Reini, dir natürlich auch alles Gute. Ich denke, wir geben alles die nächsten Spiele. Ihnen einen schönen Abend noch, morgen schönen Feiertag, schönen Vatertag und ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal zahlreich hier in der kleinen Arena, wenn wir den SGV Freiberg hier zu Gast haben. Vielen Dank fürs Dasein und bis bald. Tschüss. Und ich habe hier die beiden Youngsters hier auf dem Platz, den Ogli Kecici und den Halim Eroglu. Wie geht es euch nach dem Spiel? Schildert mal eure Emotionen so nach, kurz nach dem, du hast ja schon mal ein paar Mal heute gespielt und der erste Einsatz. Ja, also natürlich ist geil, hier 3-0 zu gewinnen und mein Debüt gemacht zu haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es nur kurz war, aber war trotzdem geil. Ja, bei mir auch. Also ich kam ja schon ein bisschen öfter rein. Ja, trotzdem war es ein geiles Gefühl hier vor 800 Zuschauern. Hat Spaß gemacht und 3-0 gewonnen. Was gibt's Geileres? Jetzt seid ihr ja schon wirklich Teil der Mannschaft, die Pokalsieger. Da ist ja Emotionen zur Zeit ohne Ende. Das fährt ja auch auf euch ab, oder? Was Besseres könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen, oder? Aktuell Teil der Mannschaft zu sein, oder? Ja, natürlich ist geil. Vor allem jetzt am Wochenende den Pokal gewonnen zu haben. Ist sehr geil. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit den Fans. Und ja, wir freuen uns auf mehr. Seid ihr beide richtig jung? Was habt ihr noch vorbereitet? Wie würde das, wenn ihr jetzt in ein paar Jahren euch fragen würdet, wie würdet ihr das dann sehen wollen? Wenn alles gut läuft? Ja, am besten so hoch wie möglich mit den Stuttgarter Kickers und am besten so viel wie möglich erreicht zu haben. So viele Titel wie möglich gewinnen noch. Ja. Ich hoffe, das war nicht der erste. Okay, super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles gut euch beiden. Dankeschön. Klasse Sache. Also, freue ich freue mich jedes Mal, wenn ihr drauf kommt und weiter so. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Das ist aber auf die Blaue. Auf die Blaue. Also Niklas Kolbe hier, 3-0 in Nöttingen bei deinem ehemaligen Verein. 3-0, besser kann es nicht gehen, oder? Stell doch mal, wie war deine Rückkehr hier? Alles gut, oder? Ja, also es ist wunderschön, wieder hier zu sein, vor allem alle wieder zu sehen. Das erste Mal jetzt hier als Gast. Die 120 haben wir trotzdem noch gemerkt. Von dem her hat sich das alles ein bisschen in Grenzen gehalten, weil man hat sich heute schon ein bisschen durchs Spiel getragen, aber letztendlich war es dann doch zu null und erfolgreich. Jetzt hast du die zweite Frage schon weggenommen, 120 Minuten am Samstag, aber trotzdem seit Wochen bestechende Form, auch heute wieder. Du hast gerade gesagt, ganz so gut hat es dir nicht gefallen. Ich fand es trotzdem wieder klasse, am Samstag sowieso überragend, aber auch heute. Du nimmst die Kraft her, jetzt, oder merkt man jetzt schon, jetzt ist gut. Zuallererst danke. Und, also es zerrt nicht nur im Körper, sondern wir sagen auch die ganze Zeit, jetzt könnte es dann irgendwann mal fertig sein, weil es zieht sich schon 20 Mannschaften plus Pokal. Das merkt man nicht nur irgendwann im Körper, sondern auch, es macht was mit deinem Kopf. Dann hast du wenig Pause jetzt, egal wie es läuft, ob wir über Relegation gehen, die wir auf jeden Fall positiv gestalten werden, sage ich jetzt mal. Also ich sag mal so, weil wir halt so eine Einheit sind und dann noch mit den Fans, die uns immer anpeitschen, macht es halt Bock und das ist halt eingeschworen, das ganze Ding, da kämpft jeder für den anderen und so fällt es halt, glaube ich, dann doch nochmal leichter, egal welches Spiel, erfolgreich zu gestalten. Was geht jetzt noch? Du hast schon Relegation gesagt. Ich hab gehofft, dass du deinen ehemaligen Mitspieler gesagt hast, am 4. Juni haut ihr einen raus. Und vielleicht vermeiden wir die Relegation. Wie siehst du das? Nein,
Im Endeffekt sind wir ein Stück weit selber schuld, sage ich jetzt mal, weil wir es halt eben, wo wir oben waren, gegen Bruchsal und Bissing nicht geschafft haben, da mehr rauszuschlagen wie nur einen Punkt aus zwei Spielen. Von dem her, wenn wir jetzt über die Relegation müssen, darf keiner sich beschweren, sondern da müssen wir halt nur mit den zwei Spielen alles abrufen, was im Rechtank drin ist. Und ich denke mal, die Fans haben es alle gesehen, was da jetzt möglich ist die letzten Wochen, vor allem jetzt mit dem Pokalspiel nochmal. Und wenn wir das abrufen, dann mache ich mir, wie gesagt, absolut gar keine Gedanken. Okay, wunderbar. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Auch ich fand heute wieder klasse. Ja, ich muss ja da sein. Nein, alles gut. Aber doch noch eins, war doch echt souverän. Hattest du es wirklich so souverän erwartet dann zum Schluss hinaus? Das Spiel jetzt heute? Ich sammle, wir haben jetzt auch Glück ein bisschen mit dem Kaste, dass der heute zwischen dem Pfosten stand und das Ding da einmal gut hebt, sonst kleppert es da. Aber wie gesagt, also, der Trainer hat uns heute eingestimmt, wir haben uns heute nochmal eingeschworen, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt noch 3, 4, 5 Spiele, je nachdem wie es abläuft, wo wir nochmal alles abrufen müssen. Und wenn wir das positiv gestalten, dann belohnen wir uns, belohnen das ganze Umfeld bei den Kickers und haben dann nächstes Jahr hoffentlich ein wunderschönes Jahr. Wunderbar, also vielen Dank nochmal, jetzt höre ich auch auf. Also genau, und Samstag sehen wir uns alle wieder und freuen uns wieder aufs nächste Spiel. Ja. Und vielen Dank für die letzten vielen Wochen, die ihr da alles gegeben habt. Und dann warten wir einfach mal ab, was rauskommt. Genau. Bis dahin, auf die Blaue. Auf die Blaue, ciao, ciao. Alles klar, ciao. Der Kollege hat es ja schon gesagt.